Ja, ich weiß, aber blau-weiß ist auch geil. Ey, sag mal, Markus, Schubi oder wie möchtest du genannt werden? Am besten Schubi. Und wie nenne ich deine Eltern? Markus. Du bist in Nossen aufgewachsen. Wo ist das überhaupt? Das ist inmitten von Sachsen. Genau in der Mitte. Was macht den Ort für dich aus? Da kommen meine Freunde her und bin da aufgewachsen. Was bedeutet Dresden für dich? Heimat und meine ersten Schritte im Profifußball. Was haben deine Kumpels zum Wechsel gesagt? Glückwunsch haben die gesagt. Welche Angebote hast du abgelehnt, um nach Schalke zu wechseln? Ein paar. Die Vereinsfarben deines Ex-Clubs werden auf Schalke nicht so gern gesehen, das ist dir schon klar, oder? Ja, ich weiß, aber blau-weiß ist auch geil. Kommst du allein nach Gelsenkirchen? Also ich ziehe mit meiner Freundin wieder zusammen. Du bist früher als geplant ins Training eingestiegen. Hast du keinen Bock auf Urlaub? Nee, ich wollte hier alles neu kennenlernen und konnte es kaum erwarten, einzusteigen. Wie bekloppt muss man eigentlich sein, um sich aus kurzer Distanz Bälle um die Ohren fliegen zu lassen? Ja, muss man Torhüter sein. Also liegt schon bei euch auch in der Familie, ne? Ja, genau. Konntest du schon herausfinden, welcher deiner neuen Teamkollegen den härtesten Schuss hat? Nee, noch nicht. Aber Simon Hensler hat einen ekligen Schuss. Und was glaubst du, welcher deiner Teamkollegen den härtesten Schuss haben könnte? Ich denke, viele haben einen harten Schuss, aber der geht trotzdem nicht ins Tor. Du bekommst 10 Elfmeter aufs Tor. Wie viele hältst du? 10. Zeig uns, wie du nach einem gehaltenen Elfmeter reagierst. eigentlich nicht, aber ich freue mich da, glaube ich, schon eher. Alex Nübel ist wieder da. Kumpel oder doch eher Konkurrent? Kumpel. Hast du mit Alex über den Wechsel gesprochen? Ja, ich habe ihn auf jeden Fall vorher informiert. Wir haben drüber gesprochen und er hat sehr positiv darauf reagiert. Du bist ja schon früh Profi geworden. Was hast du dir als erstes Großes gekauft? Boah, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, sowas richtig Großes nicht, aber ich habe, glaube ich, viele sinnlose Sachen gekauft. Was zum Beispiel? Ja, keine Ahnung, viele unnötige Süßigkeiten. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Ich glaube für die Wohnung. Jetzt mal nicht auf Fußball bezogen, was ist deine größte Schwäche? Ich bin, glaube ich, neben dem Platz nicht so emotional und lasse nicht so die Gefühle zu. Wir haben gehört, dass du leidenschaftlicher Koch bist. Ja, schon. Also ich koche gerne zu Hause. Und was kochst du am liebsten? Ja, Risotto mache ich ganz gerne. Bügelt deine Mama noch für dich oder wer übernimmt das zu Hause? Die letzten Jahre habe ich meine Sachen einfach nicht gebügelt. Aber musste man nur gut aufhängen. Vervollständige bitte folgende Sätze. Wenn ich Alkohol trinke, dann? Werde ich ein Spaßvogel. Schokolade ist? Ungesund. Musik ist? Immer im Alltag vertreten. Schalke kann? Alles. David Wagner ist? Ein super Trainer. Mit 21 Jahren? Hat man noch die ganze Karriere vor sich und will noch viel erreichen. Das Gespräch ist jetzt? Zu Ende. Du hast dich super geschlagen. Danke, Markus. Gerne.